Meine Herren, das war schon wieder unnötig spannend. Und jetzt können wir hier mal ein bisschen umbauen. Drehwes lassen wir mal noch drin, weil wir noch kein anständiges Dingens haben. Gnase, ja, oder auch nicht. Da gehen wir mal auf Stürmer, da haben wir doch den Moreno. Den hier. Das ist ja der Jugendspieler da, den können wir mal so ein bisschen trainieren. Und dann könnten wir den Syrer noch austun. Und dafür den anderen noch reinmachen, den wir auch. Hier, Barrera war das. Hier hätten wir auch noch Pablo, den wir trainieren könnten. 600.000 wert. Ach, der ist 15, den kann ich noch nicht holen. Aber wir könnten ihn schon mal trainieren eigentlich. Der Juan Pablo. Gehen wir mal auf Dribbling. Und damit haben wir auch geschafft, den Jimenez auf 50 zu bekriegen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wir haben mal eine Woche spielfrei. Das ist doch auch mal was. Das heißt, wir können ja auch mal uns so ein bisschen drum kümmern. Ne? Hier Training. Dann können wir vielleicht auch mal schauen, welche Spieler brauchen wir denn überhaupt nicht. Oder welche könnten wir auch mal verleihen. Denn verleihen ist immer nicht schlecht. So, wir gehen jetzt einfach nach Dings, hier nach der Moral. Weil die spielen nicht. Ne? Bei ihm können wir nichts machen. Hansen, den könnten wir mal theoretisch auf die Transferliste setzen. Heitic können wir gar nichts machen. Elva können wir auch nichts machen. Oh, verliehen an. Und dem sein Vertrag läuft in 10 Monaten aus. Alles klar. Den Kurzweg haben wir. Aber der ist auch nur ausgeliehen. Dann haben wir Kohls. Den können wir mal auf die Leihliste setzen. Den Jüsel. Jetzt mal auf die Transferliste. Den Baumann, den können wir mal auf die Leihliste. Ebenso auch wie Moreno. Kütsch. Mast haben wir hier noch. Nee, aber die meisten brauchen wir noch. Dann Langhans, den brauchen wir nicht unbedingt. Ach, verdammt. Barrera, dann haben wir Kaufmann. Den fand, wie gesagt, da war ich jetzt nicht so begeistert von dem. Lalala. Ja, und Bütk. Der ist happy. Das freut uns. So. Und ich sehe schon den nächsten Gegner. Leihangebot für Kohls. Ja, können wir doch annehmen. Und wir müssen auch mal gucken, wen wir denn jetzt so kaufen können. Transferangebot für Hansen. Wie viel denn? 700.000. Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier so, genau, das erste Angebot so. Und da würde ich sagen, mindestens 750. Ja, also, hallo. Dann müssten wir mal gucken. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, wir können auch Spieler suchen, wie jetzt zum Beispiel Robben. Also, ich weiß, das sind natürlich, finden jetzt die Leute, die mit Realismus spielen und so, wieder kacke, aber Robben zum Beispiel läuft sein Vertrag aus in 10 Monaten. Das bedeutet, wenn du kannst ihn dir umsonst holen. Es wird nur teuer, was das Gehalt angeht, und ich weiß nicht, ob ich mir das schon leisten kann. Jetzt nach der ersten Saison. Vor allem, da wir im DFB-Pokal rausgeflogen sind. Dann gibt es noch einen Spieler, den ich unbedingt haben will, und das ist der, weil den hole ich mir eigentlich schon seit, das war natürlich schlau. Den hole ich mir nämlich schon Ewigkeiten. Also schon seit ein paar Saisons immer wieder. Der Reece Oxford. Zack. Und dann kann der den mal scouten. Dann können wir schon gleich den reinpacken. Einfach nur in die Transferliste. Also, dass der gespeichert ist. Zack. Der hat übrigens kein schönes Bild diesmal. Dann kannst du auch den Messi reinmachen. Es kann natürlich noch ein paar Jahre dauern, bis wir die überhaupt, weil das Problem ist, wir können die uns halt auch nicht leisten. Ich weiß auch nicht, wann die Verträge auslaufen und so weiter. Ja. Deswegen, wen ich mir in der nächsten Saison auf jeden Fall mal holen werde, ist er. Weil ich mit ihm sehr gerne spiele. Kostet nur jetzt gerade noch ein bisschen zu viel.
Ansonsten gibt es natürlich Verteidiger wie David Lewis, deren Verträge nicht mehr lange laufen. Ja, keine Ahnung, das sind so die Sachen, die ich gelernt habe in den letzten Jahren FIFA. Immer mal wieder so nach den Stars gucken, mal guckt, der Vertrag läuft in 10 Monaten aus. Und er ist halt wirklich auch bezahlbar. Ne? Dann haben wir noch, warte mal, wer war noch? Es gibt dann noch, oh, Cahill. Cahill war das. Der ist ja auch schon älter. Und dessen Vertrag läuft im Normalfall auch immer relativ flott aus. Er ist halt mit 81, würde uns halt ziemlich verstärken, ne? Ansonsten, ja, gibt's halt noch kleinere Spieler, nach denen man gucken kann. Auch natürlich große, nach denen man noch gucken kann, aber da habe ich, ich will das jetzt nicht alles jetzt machen. So, jetzt können wir mal gucken. Dass wir den Aufstellungen passt erstmal. Ach hier, in die Transferzentrale wollte ich reingehen. Bakayoko habe ich da drin. Wieso habe ich da Bakayoko drin? Weiß das noch jemand? Egal. Iron Robben zum Beispiel, ich könnte jetzt, ich kann noch nicht mal kontaktieren. Du kannst das wahrscheinlich erst im Laufe der Saison irgendwann. Kannst du die halt alle kontaktieren. Wegen direkter Übernahme. Das Problem ist, du musst halt genug Gehaltsbudget haben. Ja, dass sich das halt ein bisschen blöd berechnet. Hier, wenn man sieht, wenn ich das so ummache, wir haben 3 Millionen Transfer, das sind umgerechnet 76.000 Gehalt. Ne? Und 76.000 Gehalt reicht halt absolut nicht für einen Cristiano Ronaldo. Ne? Um das geht's. Oder auch nicht für Arjen Robben. Naja, jetzt kommt auf jeden Fall Unterhaching. Wir sind mal wieder zu Gast. Wir haben bisher nicht verloren. In der dritten Liga. Ja, nicht verloren in der dritten Liga. Und wir haben die Tabellenführung erstmal erobert. Jetzt heißt es natürlich bis zum Ende der Saison durchhalten. Wir haben keine Doppelbelastung mehr. Jetzt kann ich den Torwart übrigens auch steuern. Das ist schon krass. Wie soll ich das in der kurzen Zeit schaffen? Hä? Ja, genau. Alles klar. Und wir gehen ins nächste Ligaspiel, wollen natürlich auch unsere Serie nicht reißen lassen. Wir wollen natürlich weiterhin gewinnen, um unseren Punkteabstand etwas zu verbessern. Und das wissen auch der Buschmann und der Wolf Fuß. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Treffsicherste Teams mit 16 Toren. Und hier sieht man auch schon Dreves, der immer noch nicht fassen kann, dass er es in die Startaufstellung geschafft hat. Sonst hätte er nämlich nicht die Nummer 21. Verdammt nochmal. Und wobei, es gibt tatsächlich einen Wechsel, den könnte ich mir sogar vorstellen, aber da müssen wir noch kurz, müssen wir noch warten. Weil wir können ja am ersten Transferfenster eh niemanden kaufen. Der Dreves übrigens ersetzen würde. Ja. Gut aufgepasst, war ein bisschen unnötig, den ins Auszuhauen, aber hey. Oh. Ja. Ah, abseits. Abseitsentscheidung. Tor zählt nicht. Ich war schon fassungslos. Hier sieht man es nochmal. Wie er, Alter, der steht direkt vor der Torlinie. Klar ist der im Abseits. Und damit retten uns hier in dem Fall jetzt der Schiedsrichter hier vor dem 0:1 Rückstand. Gut gemacht. Ich war da auch gerade ein bisschen leichtsinnig. So, sehr schön. Gespielt und dann kommt da. Jetzt kommt das Tor doch. In der 8. Minute. Ist ja unfassbar. Ist unfassbar. Kriegen den Ball nicht raus. Scheiße, sorry, ich wollte die Wiederholung eigentlich laufen lassen. Wir haben den Ball nicht rausgekriegt, waren zu leichtsinnig. Dann stehen wir einfach total beschissen und kassieren so
Das frühe Gegentor, das ist uns noch gar nicht passiert bis jetzt. Also so ein frühes Gegentor. Weil normalerweise führen wir die Zeit schon 1-0. Aber Unterhaching macht Druck. Also die lassen hier auch nicht nach. Und der war mutig. Jetzt erstmal nach unten. Da ist ein bisschen Platz. Da lang. Ah, der war eigentlich nicht schlecht. Aber da hat so ein bisschen die Präzision gefehlt. Und auch das Mitdenken des Mitspielers. Und sauber geklärt. Ja, man muss so ein bisschen den Druck hier von Unterhaching erstmal überstehen. Und nicht solche Fehler machen. Das wird bestraft. Das weiß man doch. Meine Herren, schon wieder Flanke, Kopfball. Und Unterhaching nahe dran am 2-0. Wir kamen noch zu keinem Abschluss. Die setzen uns, Alter, die setzen mich echt unter Druck. Aber richtig. So, jetzt habe ich ihn mal ein bisschen unter Druck gesetzt. Deswegen konnte er nicht gezielt klären. Und jetzt geht's oben lang. Oben lang, nur in der Mitte ist keiner, außer er. Und er kriegt ihn nicht rein. Der Mast. Was macht er denn da? Das war ja ein hundertprozentiges Tor. Ach, der war nix. Aber der Ball ist meiner. Und jetzt aus der Distanz. Einfach mal drauf, aber... Wieder ein Abwehrspieler mit seinem Fuß im Weg. Ja, Unterhaching spielt das hier jetzt gerade sauber raus. Lässt sich da nicht unter Druck setzen. Und spielt den ganz sauber bis nach vorne. Jetzt der Ballverlust. Jetzt muss es mal vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ach, verdammt nochmal. Der Pass nach unten, der war sinnlos. Da hätte er lieber geguckt, wohin sonst. Ja, ich konnte nichts machen. Ich bin genau auf den Gegenspieler zugelaufen. Ich hätte jetzt entweder in den Reihen laufen können oder versuchen, den Ball zu passen. Das Zweiteres habe ich versucht. Und der nächste Ballgewinn. Jetzt werden sie ein bisschen leichtsinniger, die Hachinger. Da muss er ein bisschen nach oben laufen, schafft das aber nicht. Die setzen sie gut unter Druck beim Laufen. Jetzt vielleicht mal die Chance. Aber der Torwart auf der Hut. Kommt raus. Hält den Ball einfach so fest. Ohne weiteres. Trotz, dass er noch versucht hat, den Ball zu flanken. So, der Ball erstmal wieder vorne. Jetzt der Ball auf Betroy. Betroy, Pfosten. Und der ist drin. Zwei Ausgleich. 31. Minute. Sauber zu Ende gespielt. Mal in dem Spiel der Würzburger Kickers gegen den Pfosten und dann direkt einfach der Nachschuss. Und der Torwart konnte den nicht kriegen. Lag noch zu lange rum. Damit steht es hier jetzt 1-1. Orhan Adeyemi macht in den letzten Spielen so gut wie alle Tore der Würzburger Kickers. 31. Minute, alles wieder ausgeglichen. Wir fangen wieder bei 0 an. Jetzt kann der Haching natürlich auch nicht mehr so defensiv spielen wie in den letzten Minuten. Die brauchen auch erstmal wieder ein Tor. Und Würzburg aber jetzt erstmal. Würzburg. Ah, der kam ein bisschen zu steil, ein bisschen zu stark. Oh, wie kann man denn so einen Fehler machen, Alter? Sehr gut gemacht. Ach nö, ich habe nach vorne gedrückt, nicht nach unten. Wieso passt denn der zu dem unten? Das ergab gar keinen Sinn. Der hatte keine Chance, an den Ball zu kommen. Aber egal, erstmal raus. Sehr gut weitergegeben. Jetzt muss da ein bisschen Zug dazu, sonst wird das nichts. Zu wenige Anspielstationen. Sakalo oder Skalatidis oder so. Holt immerhin eine Ecke raus. Ich lasse mal nicht Mast schießen, sondern irgendjemand hier Kurzweg. Er ist kleiner und so. Kurzweg bringt ihn rein. Da ist... Ah, da hat er versucht, den Ball zu passen.
den aber nicht richtig erwischt. Ja, das ist auch ein taktisches Foul, mein Freund, deswegen gibt das Gelb. Oder auch nicht. Schiri kein Bock. Immer einen möglichen Konter gestoppt. Das kann man ja zumindest mal zugute heißen. Im Gegensatz zu dem. Da kannst du gar nichts gut heißen. Wieso wechselst du denn nicht zu dem Spieler, Alter? Weil der zeigt den grau an, dann drücke ich die blöde Dreckstaste und dann wechselt der nicht mal zu dem. Ah, so ein Pfosten. Ja, der war nicht so geil. Egal, gut aufgepasst. Kein Problem für Sire. Auf Gnase. Hatten sie da gleich zwei weiße Würzburger Kickers. Jetzt nach vorne. Und das war mal ein Fehler von Unterhaching. Aber er kriegt den Ball nicht rüber. Jetzt wieder Unterhaching. Wieder so diese 45. Teufelsminute. Aber diesmal aufgepasst. Da fliegt er hin. Das gibt's doch nicht. Da fliegt er hin. Was ist das denn? Alter. In der Nachspielzeit. Das 2:1 für Unterhaching. Warum auch immer mein Spieler aufs Maul geflogen ist. Verdammt der Scheiß. Guck dir das mal an. Dann stolpert der über den drüber, Alter. Dann hat er einfach frei. Ach komm. Ey, so eine hässliche Dreckscheiße. Sorry, aber... Boah. So ein Schwachsinn. Oh, wie ich sowas hasse, ne? Egal, 2:1 zur Halbzeit. Wir müssen jetzt nach vorne spielen, wieder mal. Weil meine Mannschaft so dumm ist, gerade zu stehen. Geschweige denn auch einmal einen Ball an einem Gegenspieler vorbeizukriegen. Jetzt vielleicht die Chance. Und dann wieder ein Foul, Alter. Ey, der hat nicht voll weggecheckt. Das ist doch... Ach komm, geh nach Hause. Ja, immer ein Einwurf. Komm, wir müssen beibleiben. Ich habe keinen Bock auf eine Niederlage gegen Haching. Ja, danke schön. Ich wollte gerade sagen, ja, lass das doch auch gleich laufen, du Pfosten. Ey, Witz manchmal. Es ist manchmal so ein Witz. Da kannst du dich dann auch nur ärgern, du. Schieß doch! Ja, tu mal Bachmann rein für Gnase, von mir aus. Bring die Ecke rein. Und dann muss da einer hin und der... Ach Gott! Guter Versuch. Leider kein Tor. Der Kopfball zu unplatziert. Das ist kein Foul, da braucht ihr gar nicht rummucken. Schön nach vorne. Da ist er durch. Da ist er durch und er kriegt den Ball nicht am Torwart vorbei, der da bis auf ein paar Zentimeter vorhin rausgestürmt ist. Ja, da hat er ein bisschen hart zugetreten, aber da brauchen wir jetzt nicht gleich anfangen zu heulen. Jetzt einfach mal hinrennen und Kopfball, weil... So, genau. So, jetzt mal nach vorne. Und jetzt muss da die Verbindung einfach klappen. Und wenn die nicht klappt, dann kriege ich den Ball nicht ins Tor. Das ist halt leider so. So läufst denn du vom Ball weg? Lauf doch zum Ball hin. Weil alle Gegner gehen in dieses Duell dahin, wo der Ball runterkommt. Weißt du, der läuft weg. Alter. Jetzt aber mal gut. Ich will hier einen souveränen Spielfilm von euch. Ach, das ist doch nicht wahr. Jetzt kriegt die nochmal so eine gute Chance. Unfassbar. 60. Minute 3:1 unter Hachingen. Die Kickers. Denen fällt nichts ein. Ja, Heinz Lick sieht man gar nicht mehr. Der ist schon außerhalb des Stadions. Der kriegt gerade schon so ein bisschen Herzpumpe. Hier.
gar nicht verstehen, wenn man da sauer wird. Bei so einer Leistung der Mannschaft können sie froh sein, dass er noch nicht unter der Erde liegt. Oh, sag mal, da rumkombinieren und ich nicht mehr an den Ball komme, Alter. What the fuck? Jetzt sind die so, die haben sich so ein bisschen in Ekstase gespielt. Ah, komm, Alter. Ja klar, das ist ein Foul oder was? Ey, was ist denn das für ein Schi... Was? Das gilt als Alter, der hat zurückgepasst. Das ist eine rote Karte. Willst du mich verarschen? Guck dir das mal an. Hier, ich habe sogar den Ball gespielt, bevor ich ihn getroffen. Ach komm, halt dein Maul, Junge. Ey, was ist das für ein Arschloch? Ah, so ein Arschloch, Schiri. Ja klar, da ist ja eh gleich wieder irgendein Foul, was auch sonst. Ah, ja, klar, der... Ja, gut, wenigstens. Oh, Alter, ey, wie hart ist das denn jetzt gewesen? Ah, meine Fresse, kann der froh sein, dass ich ihn nicht erwischt habe, ne? Ja, da die... Haben natürlich jetzt den Vorteil, dass da ein Verteidiger fehlt. Das ist halt so. Aber ich kann jetzt keinen Verteidiger einwechseln, weil ich muss gucken, dass ich einen Anschluss schieße. Ich habe keine Zeit für Defensive jetzt. Oh, jetzt steck ihn doch mal durch einfach. Jetzt mal die Chance mit einer Flanke. Die kommt... Ach Gott, lauf doch ein bisschen früher in den Scheißball rein. Oh, dass sie immer so rumzögern müssen. Ja, das Stadion von Unterhaching, die freuen sich natürlich über das 3:1. Die Kickers nicht so. Ja, wieso läuft der so erst eine Minute später da lang? Ich musste gerade wieder warten, dass jemand nachläuft. Ja klar, das ist wieder ein Foul. Komm, halt's Maul. Ja, war ja klar, dass da noch einer steht. Ja, genau, stolpert noch über euch drüber. Ach komm, Leute. Ach komm, ich soll dieses Spiel verlieren, oder? Das. Guck dir die Sachen mal an, die da alles passiert sind. Erst stolpert mein Spieler bei dem zweiten Tor von den Gegnern, stolpert der Spieler über den liegenden Spieler und gibt dem überhaupt erst die Chance. Ja? Dann hier die rote Karte, komm. Ganz ernsthaft, das ist keine Notbremse gewesen. Vor allem habe ich den Ball gespielt, zuerst, nicht später erst. Oh, ey, so ein Spasti. Ja, dann gerade eben schon wieder zwei, beim Klären eines Balles, stolpern zwei Spieler einfach übereinander. Ey, sorry, aber... Ja, wieso kann ich keinen anspielen? Wieso läuft keine Sau mit? Ich versteh's nicht. Ja, der ist drin. 4:1 Unterhaching. Ja, was soll ich machen? Mir bleibt leider nichts anderes übrig. Ich kann nichts machen. Ich krieg den Ball nicht nach vorne. Ich krieg ihn nicht mal aufs Tor. Hier, und dann solche Fehler, Alter. Wieso nimmst du den Ball denn an, dass der einen Kilometer nach vorne fliegt? Wenn da ein Gegenspieler... Das ist so dumm. Ja, es muss einer mitlaufen. Ich dachte, hinten fehlt einer. Irgendwie fehlen vorne alle. Haben alle rot bekommen oder so.
Anspielstation fehlt und das war's dann wieder. Oh, das gibt's nicht, ey. Die haben das bei FIFA echt nicht drauf mit diesen Sachen. Mein, klar, es ist ja gut, aber... Oh, und den hält der auch noch. Der hält alles, Alter. Ey, der nervt. Ja, klar, mit einem... Ach, komm, halt's Maul, Schiri. Komm, geh nach Hause. Ja, ich will das gar nicht sehen. Das ist so eine Scheiße. 1-4 Niederlage, Alter. Das tat weh. Ja. Gut. 1-4 Niederlage, egal, Tabellenführung haben wir immer noch. Da auch Wiesbaden verloren hat, ja, gegen uns. Jetzt ein Sieg natürlich, ja, egal, Punkte gleich mit Wien, Wiesbaden immer noch Erster. Ah, Mann. Alter, diese rote Karte, ne, das sind so Sachen, die regen mich so auf. Weil es einfach, ganz ehrlich, guckt's dir nochmal, guckt's euch nochmal an. Das war eindeutig zuerst beigespielt. Aber eindeutig. Und der war mit dem Rücken zum Tor. Er hat den Ball zurückgepasst, weil er eh nichts machen konnte. Weil er gleich Gegenspieler war. Das ist keine Notbremse. Das ist nicht richtig.